Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk. Heute direkt aus dem iCube im Millennium Park in Lustenau und passend zur Vorweihnachtszeit mit einem Thema, das sehr in die soziale Richtung gehen wird. Bevor wir aber auf dieses soziale Projekt eingehen, möchte ich natürlich unseren heutigen Gast bei uns begrüßen. Herzlich willkommen bei mir, Nathalie Moosmann. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke. Nathalie, wir werden, wie gesagt, im Laufe des Gesprächs heute hier beim Ländle Talk natürlich auf spezielle soziale Projekte eingehen, aber gleich zu Beginn. Sie sind eine, ja, ich möchte sagen, Künstlerin. Sie haben Kinder und Erwachsene in Ihrem Trommelkurs. Wie kamen Sie grundsätzlich zum Trommeln? Ja, das ist eine lange Geschichte. Also da muss ich natürlich einige Jahre zurückdenken, einige viele Jahre. Angefangen hat das natürlich schon, als ich 15 war. Da bin ich sehr weit herumgereist, ich habe als Fotomodell gearbeitet, habe sehr vieles erlebt, sehr vieles gesehen. Und was mich auf den ganzen Reisen auch immer wieder begleitet hat, das war diese Musik, die Trommelmusik, die mich immer begeistert hat und die ich dann schlussendlich dann auch irgendwann einmal für mich, also mir ins Herz geschlossen habe und dann auch angefangen habe, als ich wieder zu Hause war. Also ich weiß aus dem Vorgespräch, Ihre Vergangenheit als Model haben Sie abgeschlossen. Es war eine Zeit in Ihrem Leben, aber für Sie ist dieses Thema vom Tisch. Es war eine schöne Zeit, also ich erinnere mich gern zurück, aber ja, stimmt, das ist jetzt natürlich schon lange, lange her und es ist jetzt wieder eine neue Zeit und es sind neue Aufgaben, neue Sachen, die ich jetzt einfach vorhabe. In meinen Vorbereitungen auf diesen Talk bin ich auf folgenden Satz gestoßen. Das Trommeln ist eine Reise vom Kopf ins Herz. Bei Ihnen ging aber die Reise noch viel weiter und zwar Richtung Afrika. Ja, die erste Reise war vielleicht vom Kopf ins Herz, aber die nächste Reise war natürlich Afrika. Es ist einfach auch so, dass Afrika natürlich sehr, sehr viel Verbindung mit dem Trommeln, da ist sehr viel Verbindung und der Ursprung und die ganzen traditionellen Rhythmen, die kommen alle aus Afrika. Und darum war es natürlich auch klar, dass ich nach Afrika gereist bin. Also für mich war das einfach ein Traum und den habe ich mir dann erfüllt. Wenn man von Trommeln redet, dann kann man hier nicht klassisch von, ja, wie vielleicht sich viele Zuseher denken werden, von Schlagzeug und Schlagwerk reden, sondern die Trommeln sind ja ganz was Spezielles und natürlich auch der Ursprung aus Afrika. Wie bezeichnet man die Trommeln oder was ist das Spezielle an diesen Trommeln? Also die Trommeln werden mit den Händen gespielt, also nicht mit Schlagwerk, nicht wie Schlagzeug, sondern einfach mit den Händen, da ist sehr, sehr viel Gefühl mit drin. Und die traditionellen Rhythmen, die sind natürlich, wie soll ich das beschreiben? Jeder Rhythmus hat natürlich seine traditionelle Aufgabe, sei es bei einer Feier, wie einer Hochzeit, bei einer Taufe, bei einer Geburt. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Rhythmen zu ganz, ganz verschiedenen Anlässen. Und das fasziniert mich und mich fasziniert das, dass diese Tradition in Afrika auch noch gelebt wird und dass es noch wirklich dort passiert. Und das war auch der Grund, warum ich dahin musste, warum ich das lernen wollte, warum ich mich da weiterentwickeln wollte, weil ich auch diese traditionellen Rhythmen mit hierher bringen wollte, eben auch gerade in meinem Unterricht einbinden für Kinder und für Erwachsene. Das macht unglaublich Spaß und Freude. Wir werden an dieser Stelle natürlich auch die Möglichkeiten einblenden, wie man sich anmelden kann für so einen Trommelkurs. Ein sehr interessantes Thema. Abschließend vielleicht noch zu diesem Thema Trommeln. Ist es in unserer Kultur verständlich, was hier gemacht wird? Oder ist Afrika eine ganz andere Kultur? Passt diese Musik in unsere Kultur? Könnte man die Frage vielleicht so stellen? Ich würde sagen, unsere Kultur ist schon sehr, sehr, sehr anders als wie die Kultur in Afrika. Aber was ich merke, dass immer mehr getrommelt wird, dass die Leute auch ein offenes Ohr haben für das Trommeln hier, dass es sehr geliebt wird und dass es sehr gut ankommt. Also ich merke das an den Anmeldungen und ich merke das an den Leuten, die bei mir im Kurs sind und die kommen, dass sie sehr viel Freude daran haben. Jetzt haben Sie mit diesen Trommeln natürlich den Weg nach Afrika gefunden, aber dann kamen ganz bestimmte Projekte und ich glaube, bei Ihnen ist es ganz speziell. Sie waren ja auch schon in anderen Medien vertreten, Aktuelle Stunde und so weiter. Ein großes Thema bei Ihnen ist natürlich das soziale Projekt Wissen macht stark. Sie haben dieses Projekt gegründet. Was können Sie uns zu diesem Projekt sagen? Was steckt dahinter unter diesem Motto Wissen macht stark? Wissen macht stark, das ist natürlich
ein starker Satz, würde ich mal sagen. Es hat natürlich einfach mit der Bildung generell zu tun. Ich finde, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, die Kinder in Afrika, in Senegal speziell, also in dem Dorf, wo ich mich aufhalte, dass sie die Chance bekommen, eine Ausbildung zu machen. Und da bin ich sehr, sehr stark dahinter. Und es ist einfach auch, wenn man jedes Jahr in dieses Land reist, da sieht man sehr, sehr viel. Man sieht einfach auch nicht nur das Trommeln und nicht nur die Kurse, man sieht sehr viel von den Familien, wie die Familienzustände sind, man sieht sehr viel von der Kultur, man sieht sehr viel von dem Leben, wie das Ganze sich da abspielt. Man bemerkt dann natürlich auch, dass die Bildung insofern wichtig ist, weil Lesen und Schreiben einfach, ich sage jetzt mal, Mangelware ist. Es sind einfach 60-65% Analphabeten in diesem Land. Und das nächste Problem zu den Analphabeten ist natürlich einfach die Arbeitslosigkeit, was daraus natürlich auch entsteht, wenn man nicht lesen und schreiben kann. Und ich denke einfach, wenn man in die Zukunft blickt, wenn man vorausdenkt, dann ist natürlich die Bildung, dass man da sehr dahinter ist, dass man den Kindern die Chance gibt, dass man teilweise auch die Ausbildungsplätze bezahlt, weil das gar nicht möglich ist für viele Familien, dann ist in der Zukunft vielleicht doch einmal eine Veränderung möglich. Wenn ich hier noch kurz nachhaken darf, Sie unterstützen ja ganz stark ein Projekt mit Wissen macht stark, das man sich vielleicht als Europäer nicht so vorstellen kann, aber Sie unterstützen hier eine Schule in einem Leprodorf, das wiederum von einem Österreicher mitgeführt ist. Mhm. Bin ich hier richtig? Am Anfang, wie ich das erste Mal in Afrika war, da habe ich gesehen, ich möchte was machen. Also in mir war der große Wunsch, da etwas zu tun, etwas Bleibendes zu tun, aber etwas alleine, ganz alleine aufzubauen in einem Land wie Senegal als Frau, das ist nicht so einfach. Somit war ich dann auch auf der Suche nach jemandem, der schon seine Wurzeln da hat, der schon etwas gefestigt, schon länger tätig ist in diesem Land. Und so bin ich dann auch auf den Günther Heinzel gestoßen, der Obmann ist vom Verein Leprahilfe aus Niederösterreich. Und er hat mich dann eingeführt. Er hat mich eingeführt in dieses Lepra-Dorf in Balling. Er hat mir alles gezeigt. Er hat mir gezeigt, wie das funktioniert mit der Schulbildung, wie das funktioniert mit dem ganzen System, was sonst noch alles an Infrastruktur aufgebaut wurde vom Verein. Da könnte ich natürlich jetzt ganz, ganz lang erzählen. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich finde das ganz, ganz toll, was du da machst, habe ich zum Günther gesagt. Und ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, diesen Teil Schulbildung vom Verein zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass ich dann schaue, dass diese Kinder weiter in die Schule können. Somit habe ich dann auch über Nacht gleich 100 Kinder bekommen. Ja, sehr, sehr spannend. Mittlerweile sind es 125 Kinder. Also das heißt, das sind Kinder bis Jugendliche bis 18 Jahre, die in die College, also ins Gymnasium gehen oder dann auch in weiterbildende Schulen oder in die Universität oder auch eine Lehrausbildung machen. Also Sie sind auf eine ganz andere Art hundertfache Mutter geworden, als wie es normal üblich ist. Aber bei Ihnen spürt man ganz einfach die Freude dahinter, diesen Menschen zu helfen. Darf ich vielleicht noch ganz kurz bei diesem Lepra-Dorf bleiben? Mhm. In diesem Lepra-Dorf, das klingt für uns Europäer immer so, da sind lauter Leute, die an Lepra erkrankt sind, das ist ansteckend und so weiter. Kann man Ihnen in ganz kurzen Sätzen erklären, was hinter diesem Lepra-Dorf, das Sie hier mit unterstützen, steht? Sind es lauter erkrankte Menschen? Nein, natürlich nicht. Also es sind einfach mittlerweile 4000 Menschen, die in diesem Dorf leben. Und man geht davon aus, also schätzungsweise, dass jeder dritte Bewohner aus diesem Dorf auch noch an Lepra erkrankt ist. Aber das ist eine Generation, also ich würde sagen, die vorletzte Generation, würde ich jetzt mal sagen, die jüngeren Generationen, die sind alle nicht mehr an Lepra erkrankt, aus dem einfachen Grund, es wird für die Menschen gesorgt. Also die Menschen bekommen Medikamente, vor allem die Leprakranken bekommen Medikamente. Und auch die gesunden Menschen, das heißt die Familienmitglieder, Familienangehörigen, die bekommen Essen jeden Tag. Es gibt eine Großküche in diesem Dorf, da werden alle versorgt, alle Menschen, die auch Lepra-Angehörige, also Lepra-erkrankte Angehörigen haben. Und da wird einfach vorgesorgt, damit keine Unterernährung stattfindet und somit auch keine Ansteckungsgefahr. Also ist auch für Europäer nicht gefährlich? Nein, überhaupt nicht. Somit schließt sich eigentlich der Kreis bei mir mit dem Thema Senegal. Ich glaube, Sie haben uns wirklich viele Gründe geliefert, warum, dass Sie trotz so viel Elend auf der ganzen Welt genau dieses Projekt unterstützen. Ich glaube, Sie haben es wirklich in dieser Form bestens erklärt. Ja, also ich denke, es ist eigentlich egal, wo man auf der Welt etwas hilft oder etwas macht oder etwas auf die Beine stellt. Es ist einfach, man muss mit dem Herz dabei sein und man sollte auch vor Ort sein. Also für mich ist einfach Senegal der Punkt, da bin ich jedes Jahr, da ist eben mittlerweile sehr, sehr viel Herzblut drin. Ich kenne mittlerweile schon sehr, sehr viele Menschen da und
Ja, ich denke, da habe ich einfach was angefangen. Das ist jetzt einfach, das läuft. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dann da bin und ein Kind drückt mir die Hände und schaut mir in die Augen und die Augen der Kinder, die leuchten, wenn sie in die Schule dürfen, wenn sie eine Schultasche bekommen. Ja, ich nehme natürlich auch immer sehr, sehr viele Sachen mit für die Schule, für die Kinder. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Da kommt sehr, sehr viel zurück. Sehr viel Dankbarkeit und sehr viel Liebe kommt auch zurück. Jetzt sind Sie nicht nur jemand, der diese Aktion unterstützt, der natürlich mit diesem Projekt, wie es macht, stark etwas bewegt, sondern bei Ihnen habe ich auch das Gefühl, Sie sind auch Marketing- und Geschäftsfrau. Und da kommen diverse Ideen, die umgesetzt werden, die sicherlich in dieser Form einzigartig sind. Ich komme jetzt ganz speziell auf dieses Thema zu sprechen, Fahnenaktion der Faschingsgilde Schollersteher in Koblach. Für unsere Zuseher vielleicht noch eine wichtige Information. Also am 8. Jänner 2012 findet in Koblach der Vorarlberger Landesnarrentag statt und die Schollersteher Koblach haben sich hier etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar wurden die Fahnen von diesem Faschingsumzug, es sind 60 Stück, von den Kindergärten in Koblach gemacht und die Fahnen können käuflich erworben werden. Diese Aktion, natürlich eine Hammergeschichte, die vermutlich auch medial etwas bewegen wird. Die Fahne kostet 64 Euro. 64, ja. Und was passiert jetzt mit diesen, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt eine Fahne von diesem Landesnarrentag am 8. Jänner 2012 erwerben, was passiert jetzt mit diesen 64 Euro ganz konkret? Also die 64 Euro, die gehen natürlich in dieses Schulgeld. Ich werde natürlich auch nächstes Jahr wieder in den Senegal reisen und da bin ich natürlich auch jetzt schon sehr, sehr dahinter, dass ich dieses Schulgeld zusammenbekomme. Es ist einfach, ein ganzes Schuljahr kostet 192 Euro. Mit diesen 64 Euro ist schon wieder sehr, sehr viel abgedeckt. Der Rest, der wird dann vom Verein dazu bezahlt. Das heißt, sprich pro Fahne habe ich wirklich ein Schulsemester für ein Kind wieder aus dem Balling und das ist natürlich unglaublich toll. Also ich bin natürlich sehr, sehr abhängig von diesen vielen Aktionen und auch von den Hilfen hier im Land. Anders wäre das gar nicht möglich. Also ich bin immer dankbar, wenn ein Verein kommt und sagt, ich mache eine Aktion mit dir und ich mache eine Aktion fürs Projekt, ist ein Traum. Was natürlich hier der Hintergrund war, nachdem ich selber in dieser Veranstaltung ganz stark mit dabei bin, als Verantwortlicher der Faschingsgilde Schollersteher Koblach, muss man vielleicht auch sagen, die Überlegungen in diese Richtung waren ganz stark Kinder für Kinder. Ja. Aus diesem Grund haben wir Kinder von den Koblacher Kindergärten die Fahnen machen lassen und gleichzeitig Wissen macht stark. Und interessant war bei dieser Geschichte, dass eigentlich die Kinder aus den Kindergärten die Geschichte sehr schnell verstanden haben. Weil wir sie auch gefragt haben, was würdet ihr sagen, wenn dieses Geld für andere Kinder im Senegal eingesetzt wird und die Kinder hatten wirklich Leuchten in den Augen und sagen, genau das ist es eigentlich, was wir wollen. Wir wollen anderen Kindern damit helfen und das Geld kann man, es wird natürlich bei diesen Hilfsaktionen immer wieder das Thema sein, kommt das Geld auch wirklich dort an, wo es hin soll. Also in diesem Fall wird dieses Schulgeld direkt abgegeben. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, ich habe da sehr, sehr viele Schulen, wie gesagt, und Ausbildungsplätze. Und wenn ich dann vor Ort bin, dann fahre ich wirklich mit dem Auto den ganzen Tag von einer Schule zu der nächsten. Und da wird dann für diese Kinder, die halt an dieser Schule unterstützt werden, da wird das Geld bezahlt, direkt von mir vor Ort. Und da bleibt also, da wird jeder Euro wird verwendet, da wird nichts abgezogen, gar nichts. Also das geht zu 100% wirklich dorthin. Das ist auch mein Ziel und mein Wunsch. Also ich möchte das eigentlich auch weiterhin so führen, dass ich das vor Ort selber bezahle. Und dann kann ich auch wirklich jedem garantieren, das klappt. Also man kann das Ganze ganz einfach unter diesem Motto zusammenfassen. Die Faschingsgilde Schollersteher Koblach, die Kindergärten aus Koblach, Nathalie Mosmann, die Kinder im Senegal und alle würden sich natürlich freuen, wenn möglichst viele Fahnen gekauft werden an diesem Tag beim Landesnarrentag am 8. Jänner 2012. Jetzt gibt es aber nicht nur diese Aktion, sondern es gibt immer wieder, wir könnten jetzt stundenlang noch über Aktionen reden, aber ich glaube, es gibt zwei wichtige Punkte noch. Zum einen, wenn jetzt jemand sich materiell beteiligen will, also wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt nicht bei dieser Aktion mitmachen, aber ich hätte Schultaschen oder Ähnliches. Wie muss man sich vorstellen? Gibt es hier Möglichkeiten?
Also ich habe natürlich jedes Jahr, wenn ich wieder vor Ort bin, dann mache ich mir wieder die neue Liste, sage ich jetzt einmal, fürs nächste Jahr. Es sind immer wieder Dinge, die ich natürlich sammle, die ich mitnehme. Aber ich sammle natürlich immer zu bestimmten Zeiten, wie die Schultaschenaktion. Ich mache jedes Jahr wieder eine Schultaschenaktion. Die letzte Schultaschenaktion, da kamen 190 Schultaschen zusammen, die ich natürlich dann auch irgendwie wieder versuchen muss, in den Senegal zu bekommen, möglichst günstig, wenn nicht kostenlos. Da suche ich natürlich auch immer wieder nach Sponsoren und nach Hilfe, dass es klappt und dass es auch wirklich dann ankommt. Und auf der Homepage von mir habe ich dann auch eine Liste, wo dann drinnen steht, was die Leute alles brauchen können. Das fängt von Handtüchern an für die Geburtsstation, fürs Geburtshaus, das von Medikamenten, von der Apotheke. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die ich brauchen könnte. Natürlich sehr viele materielle Geschichten, aber es gibt aber auch die Möglichkeit, natürlich das Ganze finanziell zu unterstützen. Ja. Und da gibt es vermutlich auch ein Spendenkonto, das man jetzt nicht erwähnen muss, aber ich nehme an, es gibt ein Spendenkonto, ja, das wir natürlich sehr gerne dann einblenden. Ja, also es gibt ein Spendenkonto und ich sage jetzt einmal, das Geld ist natürlich noch viel, viel wichtiger, weil Schule kostet Geld und das Schulgeld ist natürlich wichtiger wie eine Schultasche, sage ich jetzt einmal. Und für dieses Schulgeld, da habe ich dann auch letztes Jahr angefangen, Schulpatenschaften abzuschließen. Schulpatenschaften ist eine ganz, ganz gute Sache. Man entscheidet sich für einen Beitrag. Super wäre natürlich der Mindestbeitrag, der günstigste Beitrag sind 16 Euro im Monat. Wenn man sich dazu entschließt, dies monatlich zu bezahlen, da kommt natürlich dann übers Jahr dann auch wirklich dieses Schulgeld zusammen für ein Jahr. Man kann das natürlich dann auch erhöhen. Man kann sagen, okay, ich möchte nicht nur ein Gymnasiumkind unterstützen, ich möchte gerne eine Lehrausbildung unterstützen, ich möchte eine Krankenschwesterausbildung unterstützen. All diese Dinge, alle diese Kosten, die stehen auch auf der Homepage. Also man kann sich da sehr, sehr gut informieren. Also man kann da sehr gut nachlesen und sich dann entscheiden. Es gibt viele Möglichkeiten, hier ganz einfach zu unterstützen. Ich sehe hier auf dem Tisch noch diesen Kalender, der jedes Jahr produziert wird. Ja. Ich darf voller Stolz sagen, auch Ländle TV hat sich in dieser Geschichte mit beteiligt. Ein ganz besonderes Projekt, dieser jeweilige Kalender. Also der Kalender, der hat ganz, ganz, ganz tolle Bilder. Die Bilder, die kommen alle aus dem Senegal vom letzten Jahr. Und der ganze Kalender war natürlich auch eine der vielen Aktionen, die ich gemacht habe für dieses Projekt. Ein Kalender kostet genau auch wieder diese 16 Euro. Das ist ein Schulmonat. Das heißt einfach, wenn jemand sich entscheiden möchte, für ein Kind einen Schulmonat zu bezahlen und dann auch gleichzeitig ein tolles Geschenk zu besorgen, gerade jetzt auf Weihnachten oder auch vielleicht zu Beginn des Jahres oder Geburtstag, dann ist das eine gute Gelegenheit. Diesen Kalender kann man bei mir erwerben. Man kann mir ein E-Mail schreiben oder auch, wie gesagt, der Kontakt von der Homepage. Da steht alles drin, wie man das bestellen kann, per E-Mail oder per Telefon. Ja. Also ich habe es vorhin schon gesagt, also nicht nur eine Frau, die sehr sozial eingestellt ist, sondern eine Managerin. kann man sagen, eine Managerin, war Mutter Therese auch eine Managerin? Keine Ahnung, auf jeden Fall war sie sehr aktiv, würde ich sagen. Also es passiert hier sehr viel und es werden immer wieder neue Ideen geboren, um diesen Kindern wirklich zu helfen. Jetzt haben Sie natürlich sehr viel Hilfe, die Sie anbieten und ich hoffe, wir können hier auch helfen mit diesem Talk. Aber es gibt natürlich auch eine Natalie Mosmann privat, also nicht nur die 100 Kinder, die man betreibt im Senegal, sondern es gibt auch wirklich eigene Kinder. Ja. Und es gibt auch einen Mann dazu. Ja, natürlich. Es gibt einen Mann und es gibt drei Kinder. Und also das sind mir natürlich sehr, sehr wichtig. Und das ist auch sehr, sehr ganz, ganz toll. Ich muss das auch immer wieder betonen, wie schön es ist, dass die ganze Familie auch hinter diesem Projekt, hinter dieser ganzen Sache steht. Es war die ganze Familie dieses Jahr auch mit dabei im Senegal. Ich konnte somit auch vor Ort einfach auch mal mehr zeigen, als wie ich zu Hause nur erzähle. Also ich konnte das direkt vor Ort einfach auch mal veranschaulichen, was da wirklich passiert. Ich konnte dann die Kinder mit Kinder haben dann auch sehr, sehr viele Kontakte, hatten dann sehr viele Kontakte zu den Kindern im Senegal und konnten das mal live erleben. Also es war schon ganz, ganz toll und berührend. Ist diese Reisen auch eine Energietankform? Die Reise gibt sehr, sehr viel Energie. Ja. Vor allem, ich würde sagen, immer so gegen kurz bevor ich abreise, da merke ich dann schon, es war sehr ein strenges Jahr wieder und es war sehr, sehr viel Arbeit. Und es gibt dann die Höhepunkte, man weiß, man hat das Schulgeld doch wieder zusammenbekommen, aber man merkt, man ist ein bisschen ausgelaugt. Aber spätestens, wenn man dann wirklich wieder im Senegal ist, wenn man dann vor Ort ist und einem diese Kinderaugen anschauen und wenn man dann merkt, es kommt alles an und es hat alles seine Richtigkeit,
das ist ein unglaublicher Energieschub und es gibt unglaublich Motivation. Das heißt, wenn ich dann wieder zurückkomme, bin ich wieder total motiviert. So wie im Moment auch. Ich war jetzt gerade erst wieder im Senegal und ich bin voll motiviert und gehe das Jahr jetzt wieder an und denke, ja, gutes Gefühl. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Für die Zukunft wünsche ich mir einfach, dass sich einfach noch viele Dinge auftun, dass sich viele Chancen auftun für Kinder, die vielleicht im Moment noch nicht so viele Chancen haben, dass man Familien helfen kann, einfach etwas zu verändern, etwas zu bewirken, etwas zur Weltverbesserung beizutragen. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Abschließend zu unserem heutigen Talk. Ich habe einen interessanten Spruch in der Vorbereitung auf diese heutige Sendung gelesen. Vielleicht können Sie mir hier zustimmen. Dieser Spruch lautet: Die Europäer haben das Geld und die Afrikaner haben die Zeit. Dann kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also mit der Zeit ist das ein bisschen eine Geschichte in Senegal. Aber wenn man drüben ist, dann gewöhnt man sich ganz, ganz schnell dran. Und natürlich ist es für mich ein Umdenken, weil wenn ich da bin, dann merke ich schon, wie die Zeit extrem schnell vergeht. Und wenn ich vor Ort bin, dann läuft nicht alles so glatt, wie man das vielleicht sich von hier aus gewöhnt ist. Aber trotzdem, wenn ich hier bin, dann bin ich Europäerin. Und wenn ich in Afrika bin, dann denke ich anders. Dann habe ich auch Zeit. Also wir haben das Thema Afrika hoffentlich in ganz Österreich für unsere Zuseher interessant gemacht. Aber leider Gottes müssen wir auf die Zeit schauen. Ich bedanke mich recht herzlich für diesen wirklich interessanten Talk und für dieses interessante Gespräch. Herzlichen Dank. Liebe Zuseher, das war's. Ein interessanter Gast hier direkt aus dem iCube im Millennium Park in Lustenau, Nathalie Moosmann. Und wie gesagt, wenn Sie unterstützen wollen, dann tun Sie es ganz einfach. Es kommt wirklich an der richtigen Stelle an. Schön, dass Sie mit dabei waren.